Hallo zusammen, ihr habt Lust, ins Ausland zu reisen und wisst noch nicht so recht, welches Format für euch das geeignetste ist? Dann bleibt dran, denn wir wollen euch heute über die verschiedenen Auslandsformate informieren. Genau, nämlich meine Kollegin Jule. Und mein Kollege Mika. Wir werden heute ein bisschen durchs Programm führen, die verschiedenen Formate, wie man ins Ausland kommen kann, wie wir mit ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmern sprechen. Und wir haben sogar noch Musik am Start von Major Singer Songwriter hier aus Bonn, der eigentlich aus Kamerun kommt, kosmopolitischer Sound und zwei Poetry Slammern, die über das Reisen sprechen. Das alles gleich. Und plötzlich lausche ich unbekannten Worten und versuche sie zu verstehen. Das hat mir auf jeden Fall viele, viele tolle Erfahrungen gebracht. Ein Leben ohne Fernweh, weil ich fern bin und den Weg gehe, den ich mir suche. Jetzt stellen wir euch einmal die Formate vor. Es gibt die Freiwilligendienste, die Jugendbegegnungen, Workcamps, Auslandspraktika, Schulaufenthalt oder den Au-pair-Dienst. Als erstes werden wir jetzt über die Freiwilligendienste sprechen, die internationalen Freiwilligendienste. Jule, wie sieht's da aus? Wie komme ich ins Ausland? Wie viel kostet das? Wie alt muss ich sein? Erzähl mal. Viele von euch haben wahrscheinlich schon gehört, die ein oder andere Person im Freundes- oder Bekanntenkreis geht nach der Schule für ein Jahr ins Ausland. Ihr müsst allerdings gar nicht zwangsläufig ein Jahr im Ausland verbringen. Die internationalen Freiwilligendienste beginnen meist schon ab 6 Monaten. Es gibt geförderte Programme, und zwar vom IJFD, von Weltwärts, von Kulturweit oder vom ESK, dem Europäischen Solidaritätskorps. Beim ESK ist es sogar so, dass ihr noch kürzere Freiwilligendienste machen könnt. Bei einem Freiwilligendienst engagiert ihr euch bei einem gemeinnützigen Projekt. Das heißt, ihr habt eine Organisation, bei der ihr arbeitet und somit eine Menge berufliche Erfahrungen sammelt. Sei es im kulturellen Bereich, im ökologischen, im sozialen, im sportlichen oder im Bildungsbereich. Mich hat es einfach total gereizt, diese Möglichkeit auszunutzen, eine neue Kultur und ein neues Land kennenzulernen von einer anderen Perspektive. Und natürlich einfach Erinnerungen für sich selber schaffen und die Welt erkunden natürlich auch ein bisschen. Der Au-pair-Dienst ist vielleicht für diejenigen von euch interessant, die auch eine lange Zeit im Ausland verbringen wollen, also zwischen 6 und 12 Monaten und ebenfalls auch mindestens 18 Jahre alt sind. Wenn du gerne Kinder betreust und intensiv bei einer Familie eintauchen möchtest, dann könnte das ideale Format für dich sein. Denn du unterstützt die Familie im Haushalt und bei der Kinderbetreuung und bekommst dafür die Unterkunft, die Verpflegung und auch ein bisschen Taschengeld zur Verfügung gestellt. Das Land hat mich super interessiert und ich mag es generell, so neue Kulturen kennenzulernen. Ich denke, dass man dadurch die Möglichkeit hat, ein bisschen aus sich herauszukommen. Das reizt mich irgendwo, weil ich merke, dass ich mir selber dadurch eine kleine Challenge setze und nebenbei auch noch Freundschaften schließe. So, jetzt haben wir schon gehört von dem Format internationale Freiwilligendienste, Au-pair. Und es gibt aber noch Dinge, die man vielleicht sogar während der Schulzeit machen kann. Und das ist der klassische Schulaufenthalt. Oder was hat es damit auf sich? Bei den Schulaufenthalten gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bietet eure Schule einen klassischen SchülerInnen-Austausch an, vielleicht hat eure Schule eine Kooperation mit einem anderen Land und jährlich wird ein Schulaustausch angeboten. Oder ihr verbringt eine längere Zeit im Ausland und geht dort ganz gewohnt zur Schule, wie ihr es auch hier in Deutschland machen würdet. Die Sprachbarriere, die war die ersten 2 Tage noch ein bisschen da, danach wurde die aber gebrochen und dann ging es um ganz andere Sachen. Das hat mir auf jeden Fall viele, viele tolle Erfahrungen gebracht. Und auch sehr viele neue Freunde. Leute, Halbzeit. Jetzt kommt die Nummer 4 und zwar die sogenannten Auslandspraktika. Wie sieht's da aus? Wenn ihr Lust habt, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren, könnt ihr das natürlich während eurer Schulzeit machen, vielleicht im Rahmen von einem Schulpraktikum. Vielleicht befindet ihr euch aber auch gerade in der Ausbildung oder ihr seid mitten im Studium und auch da gibt es die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Ein Praktikum im Ausland zu machen ist deshalb schön, weil du in die Arbeitswelt im Land hineinschnuppern kannst und ziemlich viele intensive berufliche Erfahrungen sammeln kannst. Ich habe auf jeden Fall immer neue Leute kennengelernt, immer nette Menschen kennengelernt, sehr beeindruckende Menschen. Es ist irgendwie so ein bisschen klischeehaft, aber es entsteht wirklich einfach eine Weiterentwicklung. Jetzt haben wir gerade was über die Auslandspraktika gehört, jetzt hören wir noch was über die Workcamps. Und zwar Workcamps. Nicht das Lied von Rihanna, Work, 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 sondern es geht um Workcamps, wie man relativ auf einen kurzen Aufenthalt ins Ausland kommt und dabei sogar noch was tun kann. Jule, was kann man denn da tun?
Bei einem Workcamp verbringt ihr meistens so 2 bis 4 Wochen mit anderen jungen Leuten aus verschiedenen Ländern zusammen an einem Ort und arbeitet gemeinsam. Ihr unterstützt ein gemeinsames Projekt oder ihr helft bei Renovierungs- und Bauarbeitungsmaßnahmen. Ist das quasi jetzt kein langer Aufenthalt? Ist ein kurzer Aufenthalt. Also wenn man sich vielleicht irgendwie noch nicht so richtig traut, bei einem längeren Format mitzumachen und sagt, hey, in den Sommerferien, ich probiere das mal, ich guck mal, ob mir sowas gefällt, dann könnte das Workcamp genau das Richtige für euch sein. Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich weiß einfach jetzt, wie ich in bestimmten Situationen funktioniere, die ich hier zu Hause niemals erlebt hätte. Und es ist eine super Chance. Ich kann es nur jedem raten. Ja, super. Dann würde ich sagen, nach den Workcamps gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Formate ins Ausland zu kommen. Nämlich das Letzte, was wir jetzt noch im Bunde haben. Ja, eine Jugendbegegnung, wie der Name schon sagt, ihr begegnet euch einander. Und zwar hier in Deutschland als auch im Ausland. Meistens für ungefähr 1 Woche kommt eine Gruppe aus dem Partnerland hier nach Deutschland und gemeinsam fahren wir bzw. ihr dann für 1 Woche ins Ausland. Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden arbeitet ihr zu bestimmten Themen und Projekten während der Begegnung zusammen. Eine Auslandserfahrung hat ja auch immer damit zu tun, dass man auch irgendwie Kosten aufbringen muss. Wie sieht's da mit der Kostenstelle aus? Internationale Jugendbegegnungen werden meistens gefördert. Gefördert von Kommunen, von europäischen Geldern, von Landesgeldern oder von bilateralen Jugendwerken. Ihr habt meistens nur geringe Teilnahmekosten. Also ich würde schon sagen, dass mich die Jugendbegegnungen ein Stück weit selbstbewusster gemacht haben. Es hat mich sehr viel gelehrt, hat mich bereichert an Erlebnissen. Wir haben sehr viele coole Aktivitäten gemacht und das Verhältnis der Gruppe hat sich auch sehr gestärkt. Und zwar ist das so, dass wir ja schon am Anfang der Sendung gesagt haben, dass wir gewisse Bonbons oder gewisse Highlights haben. Und ein Highlight ist heute die Luna, die Poetry-Slammerin, die heute uns ein Poetry-Slam über das Reisen raus hat. Was für eine Sehnsucht dahinter steckt, wie wichtig das vielleicht auch ist. Aber ich will gar nicht so viel darüber erzählen, mehr sollte sie das tun. Deswegen jetzt viel Spaß mit Luna. Die Schönheit der Wirklichkeit. Ich sehne mich nach Kultur, nach einer neuen oder schon bekannten. Hauptsache eine andere Kultur als die, die ich jeden Tag erlebe. Ein Tapetenwechsel für kurz oder lang ist das, was ich anstrebe. Schwebe in Wolke 7 und träume vom Lieben einer anderen Länderkultur. Ich packe also meinen Koffer, packe das ein und das doch wieder aus, stecke das ein und das andere wieder raus. Vollgepackt mit Sachen, die ich nicht brauche. Steig ins Auto ein und dann wieder aus, steig in den Flieger ein und dann wieder aus. Und plötzlich lausche ich unbekannten Worten und versuche sie zu verstehen. Vor lauter Träumerei aus Versehen ich das vorbeifahrende Auto sehen. Ich möchte leichtfüßig dem unbekannten Charme der Stadt folgen, mich anpassen und durch Gassen alles Neue erfassen. Entdecke an jeder Straßenecke unbekannte Gerüche, jedes anders als das zuvor. Mein Ohr ist umgeben von melodischer Musik und in mir entsteht ein Mosaik von verschiedenen Eindrücken, die mich beglücken. Das Gefühl von zu Hause breitet sich in mir aus. Das Gefühl von, ich könnte hierbleiben oder für immer unterwegs sein, breitet sich in mir aus. Und plötzlich ein Piepen im Ohr. Ich wache auf. War das alles nur ein Traum? Ich habe Fernweh, möchte meinen Horizont erweitern und am liebsten nicht scheitern. Aber wir können auch gar nicht scheitern, wenn wir versuchen, unseren Horizont zu erweitern. Denn wir sind umgeben von Wegbegleitern, die uns unterstützen und leiten. Findest auf deiner Reise vielleicht zu dir selbst und erhältst die trübe Aussicht, die sich stellt vor dir selbst. Vielleicht ist der Aufbruch ins Neuland genau das, was du brauchst und in etwas Neues eintauchst, dich drin verlierst und nach kurzer Zeit als dein Heim aktualisierst. Begegnest Menschen, wird vielleicht sogar ernst, lernst neue Traditionen kennen und fängst an zu brennen für die neue Telenovela, bei der alle flennen. Stellst Gemeinsamkeiten fest und verlässt deine Comfortzone für das Wertvollste auf der Welt, die Erfahrung, die uns als Welt zusammenhält. Also packe ich wirklich meinen Koffer und nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Denn es ist wirklich wenig, was ich eigentlich verbrauche. Steig ins Auto ein und dann wieder aus. Steig in den Flieger ein und dann wieder aus. Vor mir zeigt sich das wahre Gesicht der Stadt in seinem Sonnenuntergangslicht. Bin erpicht darauf, alles in mich aufzusaugen. Doch dieser Raum ist doch anders als in meinem Traum. Kann nicht leichtfüßig dem Charme der Stadt folgen, muss mich dem Chaos anpassen und in den Gassen eher aufpassen. Entdecke an jeder Straßenecke Unwohlriechendes, bei dem ich erschrecke. Zwischendurch höre ich mir schon bekannte Musik und frage mich, wo ich denn bin, ganz anders als in meinem Traum. Ist die Welt schon so globalisiert und vor allem europäisiert? Ich stelle fest, ich habe idealisiert und glorifiziert, was sich zu Hause nicht ziert. Ich habe überreagiert und pauschalisiert, denn alles ist anders und neu für mich. Hab zu schnell zu negativ konnotiert und marginalisiert, hatte die rosarote Brille auf. Ich lasse mich nochmal auf die Stadt ein, gehe mit einer neuen Motivation rein, sehe die Stadt in einem neuen Licht der Wirklichkeit und entdecke die Schönheit.
Es sind die Menschen, die das Land erst zu dem machen, was es wirklich ist. Denn man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Das ganze Reichtum und der Glanz ist doch alles nur Schein. Es ist die Herrlichkeit in jedem Gesicht und das strahlende Licht in jedem Augenpaar, sowie das schön klar Lächeln eines jeden Menschen. Es ist ihre Wahrnehmung auf die Dinge, das Glas immer halb voll und so dankbar für jedes so geringe. Und das mit keinem Groll. Es ist ihre Freude, die ansteckt. Zu Hause packe ich also meinen Koffer aus, nehme heraus eine Handvoll neuer Abenteuer und Erfahrungen, sowie einem erweiterten Horizont. Ich nehme heraus eine Handvoll neuer Kontakte und eine Handvoll neuer Traditionen. Ich sehne mich nach Kultur. Ich sehne mich nach mehr Miteinander und Füreinander. Danke. Da sind wir wieder. Luna, vielen Dank dafür für deinen Poetry-Slam. Der war mega. Ich habe mich richtig gefreut darüber. Danke dir. Bin gespannt, was nachher für ein Poetry-Slam noch kommt. Es kann nur schön werden. Es war jetzt schon schön. Es wird bestimmt noch schöner und es ist schön. Aber schön ist auch, was Jule da in der Hand hat. Was hat es damit auf sich? Ja, die Breville Box ist eine coole Informationsbox für all diejenigen von euch, die uns vielleicht aufmerksam zugehört haben, aber dachten, ah, da brauche ich nochmal mehr oder ich brauche das alles nochmal irgendwie schriftlich. Wir haben ja die ganze Zeit dieses Büchlein in der Hand gehalten. Da stehen die ganzen Aktionsformate nochmal drin. Wenn ihr sagt, die Breville Box hätte ich gerne, finde ich spannend, schreibt uns einfach an, dann senden wir euch die zu. Ich glaube, Breville hilft dabei, allen möglichen Jugendlichen klarzumachen, dass es eine sehr kostengünstige Möglichkeit gibt, ins Ausland gehen zu können. Und ich denke, dass man immer, wenn man auf irgendeine Art ins Ausland geht, egal ob jetzt mit einem Austausch oder einem Au-pair oder sowas, dass man einfach super viel neue Erfahrungen sammelt. Es ist so, dass wir natürlich wir können natürlich ganz viel darüber erzählen, wie es ist, welche Formate es gibt und welche Möglichkeiten es gibt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass ihr ins Ausland kommt oder dass wir jetzt mal die Leute hören, die schon im Ausland waren, nämlich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das waren hauptsächlich Momente in der Gruppe, wo man einfach gemerkt hat, dass die Dynamik stimmt. So ein gewisses Wir-Gefühl da war, zum Beispiel auf einem Festival, als wir dann alle zusammen getanzt haben zur Musik, die wir alle mochten. Ich glaube, dass in Israel eins meiner Highlights war, dass wir die Chance hatten, in Jerusalem den Sonnenaufgang zu sehen. Wenn jemand wirklich wissen wollen würde, was jetzt das eine Highlight ist, muss ich sofort an den nepalesischen Dschungel denken. Ich finde auch unsere gemeinsamen Abende im Café in Tunesien, die waren so das, was für mich den Austausch ausgemacht hat. Wir waren ja in Jerusalem und das war ein absolutes Highlight und auch am Toten Meer und generell einfach, wir hatten so eine schöne Dynamik in der Gruppe und das hat einfach alles super viel Spaß gemacht. Ich glaube, alles war irgendwie so ein Highlight. Mit diesem freudig strahlenden Lachen schicken wir nämlich jetzt einen anderen Künstler auf die Bühne, nämlich Melchi. Er ist Singer-Songwriter aus Kamerun, wohnt und lebt aber in Bonn und singt auf mehreren Sprachen. Aber hier jetzt gerade bei uns wird er auf seine Heimatsprache Bamun singen. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Wie sieht es bei dir aus, Jule? Los geht's. Schön, dass du da bist, Melchi. Zena buriami iposhilamu yiku yiku Mami ye kame matu yanu wa shupie lani mbenu ramen Naramatu teni bieba mito mendunga moni Wa shimi mpe muka yunamatu antomen E unamari uria yunamami Azon lera ya mke mtu wanjere yinzi amen Ne manque point pi mon yo ma toi boyo oh oh anina tu mi jam li cha pour toi ma c'est chakondu oh 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 si c'est compliqué oublie ça oh 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 na 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 tiririririp tip ndiririk ndiririp ndiririp tiririrarap dap ndirirap imani mamo jour yami Ipoche lamu ipindi Son pimbi ye kapiyo nuna Blane lam dam li shimen Amine du deni Ami shemen du apingerika Na 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 Poma brie uyuna Woyo yuna matu antwa men Mangwa luna tingena Yatu wende no fombiere ma fembene Lamon Amina tu mi jam li shakambu Kum tu amansye shakondu Oh 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 Si se compliqué, oublie ça. Oh 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 oh, na 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 na.
compliqué, oublie ça. Non, 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 na, 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 na. Das war richtig klasse. Jetzt zum Abschluss kommt noch eine Poetry-Slammerin. Ich muss zugeben, ich freue mich da sehr drauf. Das ist Antonia, auch aus Bonn. Viel Spaß euch. Wir sagen schon mal tschüss. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Fernweh. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Besonders, wenn man seine Welt verließ, die Tage länger sind und kurze Nächte, die Zeit verändern und Türen öffnen. Wer unterwegs ist, hat kein Zuhause. Wer unterwegs ist, hat nur sich und die Welt und Krause, Haare, weil Duschen nicht so wichtig ist, wenn man sein eigenes Zuhause ist. Offene Türen werden immer mehr, wenn ich sehe die Wellen und das Meer, die Berge und Licht, welches sich in Kronen bricht, wo niemand ist, nur ich. Ja, ja, offene Türen sind so eine Sache. Mal sind große Schlösser dran, an die man sich nicht dran traut, und man steht da mit gepackter Tasche und kriegt die verdammte Tür nicht auf. Ja, so fühle ich mich manchmal, besonders jetzt. Wenn man alles auf eine Karte setzt und plötzlich in einer Pandemie steckt. Ich zumindest fühle mich so. Hab letztes Jahr mein Abi gemacht, doch die gepackte Tasche bald in der Ecke vergessen. Bin mit vielen Orten und Zielen morgens aufgewacht und doch bin ich noch hier. Ich wollte reisen, mein eigenes Zuhause sein, durch die Welt treiben und nicht mehr hier zu Hause sein. Doch geschlossene Grenzen und maskierte Menschen machen mir einen Strich durch die Rechnung. Doch meine Ziele sind noch da, warten auf ihren großen Tag, an dem ich endlich in die Welt hinaus darf, an dem ich losgehe und nicht zurückblicke und mich freue auf neue Abenteuer, ein Leben ohne Fernweh, weil ich fern bin und den Weg gehe, den ich mir suche, bis ich zurückkehre und weiß, dass Reisen nicht gleich Reisen heißt. Danke. We'll be right back.